Vor circa einem Monat haben wir hier im Landtag mit allen anderen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag zur Inklusion im Sport vorangetrieben und auch erfolgreich verabschiedet. Was jetzt natürlich kommt, ist, diese Maßnahmen müssen irgendwie finanziert werden. Deswegen haben wir einen Haushaltsänderungsantrag für die Maßnahmen in diesem Bereich gestellt. Unter anderem soll ein Kriterienkatalog für inklusive Sportstätten entwickelt werden. Weiterhin ist es sinnvoll, die Übungsleiterausbildung auf die Inklusion im Sport vorzubereiten und dort auszubauen. Und Inklusion im Sport ist viel mehr als eben nur schöne Worte auf einen politischen Antrag. Inklusion im Sport kostet Geld, und das versuchen wir mit diesem Antrag abzubilden.